So. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes hier runter zum Fort Defiance und danach würde ich mir untersuche ich mal hier Harper's Ferry und danach gehen wir zu Top of the World. So habe ich mir das jetzt mal gedacht. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Du fühlst dich ausgeruht, das ist gut. Wir können jetzt schon weiterlaufen. Komm, beweg deinen Arsch. Junger Mann. So, ich muss mal gucken. Wo ging es hier runter? Ach, hier ging es runter. Was ich gucken muss. Ich muss nochmal zur Rüstbank. Hello, Rüstbank, wo bist du? Hier gibt es noch mehr Red Hirsch, guck mal. Wieder übersehen. Da ist sie ja. So, einmal die Sachen. Waffen, das Ding. Dann das aber hier. Oh, Stufe 40. Und ich habe Stufe 30. Ja, schade aber auch. Ich werde sie trotzdem, ja. Wir sind zwar nicht mehr weit von Stufe 40, aber kann ja auch nicht alles mitschleppen. So. Poliert. Gedämpft und poliert. Was trage ich zurzeit? Verlängerte Klinge, Kettenklingen, okay. Raider Schädel Körperteil Mod, was auch immer das sein soll. Ich guck mal eben. Kann ich hier irgendwas gedunkelt? Taschen und Asbest gefüttert. Mhm. Nehmen wir. Taschen brauche ich nicht. Ich habe die Rüstung. Oh, die ist aber. Wieso ist die denn so kaputt? Achso, das ist das Ding, was ich hier. Ja, alles klar. Dann verwerte ich das mal. Wofür habe ich denn jetzt Extras bekommen? Fallensteller linkes Bein, Stufe 35. Der ist aber auch. Den kann ich auch verwerten. So. Hier geht's weiter runter. Und hier geht's weiter runter. Und da wollte ich noch mal ran. Nein! Ich wollte kein Stroh nehmen. Wir wollten nur noch einen Hirsch grillen. Und ein leuchtendes Steak natürlich. Ja, Wahnsinn. Und Stechflügel, natürlich. So, Schrott. Boah, ich habe so viel Schrott. Geformte Plastik, wow. Stahlschrott, Alter, was? Was? Ich muss dringendst. Ich muss sowas von dringendst zurück. Oh Mann, ich muss sowas von dringend an eine Munitionsrüstbank. So, Bastelwerkbank. Meine ich natürlich.
Weißt du, was ich meine? Ich rede manchmal wirre. So, was können wir denn in Futter? Wir können hier ein bisschen Steak. Okay. Fraud Defiance, jawohl. Auf geht's. Da haben wir ein paar. Okay. Schön. Camp Wencher heißt das. Alles klar. Guck mal, was sehe ich denn da? Das ist ja super. Fernglas. Caramba Caracho. Ich freue mich. Schrotpatrone. Eine Patrone jeweils. Ist ja toll. Aha. Ja, Sekunde. So. Feuerzeug. Raketenwerfer, Stabilisator. Interessant. So, Brand, erinnerst du dich noch daran, wie du mich damals für verrückt erklärt hast, weil ich mir die stillernde Bruderschaft im Camp Wencher anschließen wollte? Oh. Echt, können wir uns hier der stillernden Bruderschaft anschließen? Das wäre interessant. Wie du sagtest, ich werde das nie und nimmer packen und dass ich schon nach einer Woche wieder den Battle hinschmeißen werde. Was ist denn ein Battle? Den Löffel oder was? Einen Löffel abgeben. Nun, ich wollte dir nur sagen, wie sehr du mit diesem Schreiben also recht hast oder irgendwas stand da. Jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Na gut. Wow, was? Was ist das denn da draußen? Okay. Okay. Okay, okay. Ammunition. Kann ich hier auch Munition verkaufen? Nein, ich kann hier nur kaufen. Alles klar, aber ich brauche ja eigentlich. Große Mengen Federn brauche ich hier. Yeah. Dankeschön. Und ich kann Sachen verkaufen. Ich muss erst mal kurz hier gucken. Muss ich hier irgendwas reparieren? Reparieren, reparieren. Oh, das ginge. Das kann ich verwerten. Und das könnte man reparieren. Man auch reparieren, ansonsten ist alles gut. Und jetzt Gegenstände verwerten. Das können wir natürlich kurz machen. So. Ach so, warte mal. Ich muss mal gucken, was habe ich denn? 300. 400. 10er. Ach komm, ey. Ich guck lieber so. Ne, da muss ich aber auch schon auf Munition, obwohl, das ist gar nicht mal so verkehrt. So, für den habe ich noch 45, für den Typen. Die 50er könnte man natürlich auch herstellen. Die 308er wären auch nicht verkehrt. Da habe ich noch 299. Da musste ich mich mal verniesen, also
100, 200. Schrot haben wir noch 400. Was stelle ich jetzt her? Da kann ich noch ein paar herstellen. Ja. Ich guck mal. So. Ich muss eine Sprengmine herstellen. Für wen? Okay. Inaktiven Bomben. Ach, damit oder was? Okay. Schaltkreise, Kleber. Mache ich das doch eben so. Raketen, da kann ich was herstellen. Minen, Munition. So, dann stellen wir mal her. ...45er. Boah, ich kann herstellen immer. Ich kann 50er herstellen. Ich kann 10er herstellen. Und die kann ich auch herstellen. Und natürlich auch die 308 damit weiter. Okay. So. Jetzt habe ich hier 340, hier immer noch 400. Dafür habe ich jetzt wieder 500. 200 immerhin. 520, 522. 900. Oh yeah. Okay. Kann ich noch ein paar Fusionszellen herstellen? Nee, aber Raketen. Ich kann Raketen herstellen. Granatwerfer. Granatwerfer kann ich herstellen? Okay. So, was kann ich jetzt hier noch verkaufen? Also, Schrott. Stahl hat der. Eine Kamera. Ballistische Fasern. Brauche ich jetzt gerade nicht. Das ist mein Schrott. Okay. Ich kann nichts verkaufen. Achso, ja dann. Hat sich das auch erledigt. Ich schau mal weiter. What the fuck ist das hier für ein fettes Ding? Und was ist das hier? Thunder? Ich muss mich mal hier hinstellen. So. Sichtfeld. Tiefenschärfe aus. Posieren. Was? Warte mal kurz. Sieht mir ein bisschen komisch aus. Ich müsste mich ein bisschen umdrehen.
So, da unten muss ich hin. Die Ansicht, ne? Es sah gerade schon so ein bisschen führermäßig aus. Das konnte ich natürlich so nicht lassen. So. Sichtfeld. So, was haben wir hier? Tiefenunschärfe aus. Dann machen wir hier Ausdruck. Ist ja wohl völlig wurscht. Posen. Machen wir den hier. Helligkeit, Sättigung, natürlich. Filter nehmen wir natürlich auch ein. Ward blau. Nein! Ach, Leute! Mann! Leck mich doch am Fuß. So. Ich hasse es. Keine Textur. Wer ist denn da schon wieder am rummachen? So. Da ist schon wieder irgendein anderer Pisser hier. Leck mich doch am Fuß. Jedes Mal werde ich hier gestört. Ich möchte nur mal ein bisschen umschauen. Was gibt's da noch? Nicht so viel. Gut. Hier wieder rüber. So. Dann gehen wir mal hier runter. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hallo? Natürlich! Hier gibt es natürlich... da muss ich die mal direkt für mich beanspruchen. So. Die Jungs können ja gerne... leck mich. Warte mal kurz. Wo? Geh mal kurz hier rein. Ja, Vogel. Was machst du denn hier? Militäruniform. So, Archive. Was haben wir hier? Liste für März. Okay. Aha. Okay, Gruppenbewertung, okay, Bunkerbau, okay. So. Oh.
habe ich denn hier meinen? Oh. Auf der Logbuch. Camp Venture. Wer war diese stählerne Bruderschaft? Überlebenskünstler? Ehemalige Soldaten? Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten. Aber sie sind fort. Wenn sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier. Und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was sie vorhatten. Ah, okay. Dann kann ich mir jetzt das zweite anhören. So, hier. Danke, Captain. Wir sind allein. Lizzie, was hast du auf dem Herzen? Eine stählerne Bruderschaft? Was soll das überhaupt bedeuten? Die Leute sind verwirrt. Wir sollten etwas wagen. Wir können nicht einfach die US Army bleiben. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendein General oder ein verdammter Politiker aus seinem Vault herauskommt und anfängt, uns herumzukommandieren. Und schlimmer noch, oh, sie werden irgendeinen Soldaten befehlen, mit allem wieder von vorn anzufangen. Eine weitere Runde Atomtod. Und wenn das nicht reicht, tun sie es nochmal. Das weißt du doch auch, Lizzie. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wir können das nicht zulassen. Ich verstehe. Ah. Eine Bruderschaft, Dritter? Wie soll ich dich denn nennen? Ältester? Wörter haben Macht, Lizzie. Sie erschaffen Identität. Wenn man sie nur oft genug benutzt, nehmen sie eine Bedeutung an, die sie vorher nicht hatten. Es waren die Ritter und Gelehrten, die nach dem Fall von Rom die Überreste der westlichen Zivilisation bewahrten. Nun sind wir diese Ritter. Und wir haben eine ähnliche Aufgabe vor uns. Aber dazu brauchen wir mehr als nur Namen. Wir brauchen neue Traditionen und... nun, unsere eigene Mythologie. Etwas, an das die Leute wirklich glauben können. Oh, wow. Ist das denn wirklich nötig? Was bleibt mir denn sonst übrig? Soll ich mich zum Präsidenten erklären und dich zur Senatorin? Sieh dich um. Hier gibt es etwas, das tödlicher ist als die Rats und die Monster. Depression. Diese Leute haben alles verloren. Jeder einzelne von ihnen. Frauen, Kinder, Freunde, sogar den verdammten Postboten. Diese Verluste müssen durch etwas gut gemacht werden. Ja, ein Postboten verloren. Die Leute seelisch. Wir wären wie wandelnde Tote. Ich gebe mein Bestes, damit die Befehle ausgeführt werden. Lass ihnen etwas Zeit, Lizzie. Menschen sehen sich danach, an etwas zu glauben. Aber sie müssen es alleine schaffen. Mhm. Naja, das ist ja interessant. So wurde also die Bruderschaft gegründet, oder was? Habe ich das richtig verstanden, ja? Oh, was? 102? Ja, caramba. Stabilisator haben wir hier. Ja. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Stufe 30, 556. Ich habe doch hier auch noch eins. Wo ist das? Das steht gar nicht zur Auswahl. Naja, gut. Ah ja. Marinerüstung. Stufe 45. Marinerüstung. Ja, was ist eigentlich mit der Marinerüstung? So, hier gab es jetzt sonst aber nichts, ne? Dann guck ich mal. Achso, hier gab es auch noch was. Ne, hier gab es auch nichts, okay. Dann, warte mal eben. Da ist meine Bagger-Armor, die andere einmal. So, R. Jetzt wäre es wirklich schön, wenn wir noch ein paar andere Sachen haben. Nee, oh, schade. Auch alles Stufe 40. Mist. Mist.
Sehr schade. Gut, dann verwerten. Schuf 45. So, was kann ich hier so herstellen? Schmelzen. Heilung. 22 Stimpaks? Wo hast du die denn gesehen? Wer hat denn, wo habe ich denn 22 Stimpaks? Das wäre mir ganz was Neues. Oh, guck mal hier. Kann ich mal ein paar mehr von machen. Okay. So, dann lese ich noch eben die anderen Sachen. Hör mir die an. Appalachia ist online, Captain. Ich weiß, dass die meisten von euch Amerika lieben. Das gute alte Heimatland. Aber diejenigen unter uns, die in Mariposa dienten, wissen mehr. Amerika hat versagt. Das liegt nicht an den Bürgern, die trotz der bitteren Umstände eines endlosen Krieges ein aufrichtiges Leben führten. Und ganz bestimmt nicht an den Männern und Frauen, die für unser Land kämpften. Möge Gott sie segnen. Nein, es ist die Regierung, die versagt hat. Die Senatoren, Generäle, Präsidenten. All diese Bastarde! Ihre Fehler haben fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Doch wenn ich mich hier umsehe, sehe ich Überlebende. Leute, die zu stur und zu starrisch sind, um zu sterben. Wir haben gekämpft und gelitten und haben nun endlich einen kleinen, sicheren Flecken Erde. Aber es reicht nicht aus, ein Zuhause zu haben. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Lebenssinn. Aber das Amerika von einst kann uns dabei nicht helfen. Wir müssen unsere eigenen Werte finden. Lasst uns also heute Abend, während wir zusammen essen, etwas Neues beginnen. Etwas Starkes. Etwas, worauf wir stolz sein können. Worauf wir bauen können. Wir werden aus der Vergangenheit nur das Gute bewahren. Und eines Tages werden wir das Verlorene zurückerobern! Lasst uns eine stählerne Bruderschaft schmieden! Jawohl! Oh mein Gott! Ja, so viel. Also, ja, gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal kurz. So, persönliche Notizen. Knappen und Dränge. Ich habe mit Paladin Taggarty ein langes Gespräch über die Ränge der Bruderschaft. Im Gegensatz zu den meisten von uns finde ich sie größtenteils so in Ordnung, wie sie sind. Gelehrter, Ritter, Ältester, das sind alles achtbare Namen. Aber Knappen? Belmonte hat mir erklärt, was ein Knapper eigentlich ist. Es handelt sich dabei um den jungen Burschen, der eines Tages zum Ritter ausgebildet werden soll. Ah ja, das ist klar. Erwachsene Männer und Frauen so zu bezeichnen, grenzt fast schon an eine Beleidigung. Aber anscheinend hat unser Gespräch Früchte getragen. Der Paladin hat gesagt, dass der älteste Maxen, oh, guck mal, Maxen, schon ein paar Ideen zur Umbenennung der Ränge hat. Kennen wir noch. Cool. Der älteste Maxen, den haben wir auch in Fallout 4 haben wir den kennengelernt. Und platt gemacht. So, jetzt sind wir also die stählerne Bruderschaft. Wir diskutieren immer noch die Änderungen aus, die wir am Trainingsprogramm vornehmen müssen. Der physische Teil ist nach wie vor relevant und untersteht meiner Leitung. Paladin Taggarty wird die Änderung an den anderen Trainingselementen mit den ältesten Maxen absprechen. Gut, die aktuellen Trainingsteilnehmer sind verständlicherweise etwas verwirrt, aber wir kriegen das schon hin. Trainingsbeginn. Vater hat gesagt, ich würde es nie zum Offizier schaffen. Schnorre wie wir würden es nie zu was bringen. Aber er hat sich geirrt. Sander hat das, was wir jetzt bei Westec gesehen haben, noch immer nicht verdaut. Experimente.
FEV. Aber es gibt kein Zurück mehr. Selbst wenn wir erst einen General finden, wie sollen wir Befehle befolgen? Fürs Erste hat Captain Roger Maxon das Sagen. Befehlskette etabliert. Okay. So viel. Soweit, so gut. Hier, dies ist die erste Trainingsbelobigung, die ich seit des Großen Kriegs ausgestellt habe. Und sie ist wohl verdient. Als Marino ihn damals fand, hätte man Aztec-Tex nie zugetraut, aber er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Okay, der Tex. Und hier Kelly. Kay Kelly, es gibt niemanden, den ich einen Brief schicken kann. Ich kannte Kay Kelly nicht sonderlich gut. Wir stehen alle unter Schock. Oh, da ist wohl einer verreckt. Oder sie, Catherine Kelly, sie war eine beliebte Reservistin und schien gute Fortschritte zu machen. Der arme Grant hat ihre Leiche gefunden. Beim Durchsuchen ihrer Habseligkeiten bekam ich den Eindruck, dass sie viele Verwandte verloren hat. Enge Verwandte. Sie ließ es sich nicht anmerken, aber es hat sie schwer getroffen. Nun gut, und der E. Fischer Rekrut, eine Woche vor seinem Abschluss natürlich, zeigte sich Fischer als vielversprechender Kandidat. Ein Wachoffizier hat Fischer gestern früh als abwesend gemeldet. Dasselbe gilt für eine Kampfflinte, 10 Munitionskisten, unsere Bergungskarte. Okay. Bergungsgutkarte und weitere diverse Gegenstände. Er hat uns beschissen. Naja, gut. So, nur für da ist es 29 Tage her, seit Taggarty Camp Venture online dazu aufforderte, unsere Ränge aufzufüllen. Und ich habe die Ehre, melden zu können, dass wir voll besetzt sind. Ich musste improvisieren, weil wir keinerlei Luftkomponente haben, aber alles andere wurde angepasst. Unser Überleben zu sichern braucht Taggarty echte Soldaten, keine Söldner, keine Wochenendkrieger, sondern kaltblütige Tötungsmaschinen, die vor Effektivität, Entschlossenheit und Mut nur so strotzen und okay. Und genau das will ich ihm liefern, die Besten der Besten der Besten. Ah ja, neue Rekruten haben in letzten Monaten Venture gemeldet, bla bla bla. So, aber ich dachte, das müsste ich hier lesen, um hier irgendwas hier, die Feinde ist gefallen. Was ist denn hier? Was? Brief an Tommy? Tommy, Ritter Wilson, geht morgen schon los. Fort Defiance braucht anscheinend sofort Männer. Ich weiß, du bist nicht mit meiner Entscheidung einverstanden, hierher zu kommen. Aber was die Bruderschaft betrifft, sind alle im Irrtum. Hier im Sumpf gibt es eine Armee aus Verbrannten. Okay. Aber das ist es auch nicht. Der Belmonte-Vorfall. Okay, auch mit Oberritter Wilson jetzt mittlerweile. Ich übernehme die volle Verantwortung für die für knappe Belmonte. Belmontes Brief an die Heimat und suche keine Ausflüchte. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass operative Sicherheit und Prozeduren im Rahmen der Ausbildung zweimal durchgenommen wurden. Dem Thema muss aber eindeutig noch mehr Gewicht beigemessen werden. Bla bla bla. Ad Victorium.